Ist der Lifehack echt oder ist der falsch? Das, meine werten Damen und Herren, spielen wir heute. Und ich bin hier in einem Hexenhaus, okay? Dieses Hexenhaus gehört zu unserem ersten Experiment dazu, wo wir einen Lifehack präsentieren, der entweder falsch oder wahr ist. Und den Lifehack, den ich jetzt zeige, ist tatsächlich, dass man eine Katze, wenn man diese in einem Hexenhaus spawnt, dass diese Katze immer schwarz wird. Ist das wahr oder falsch? Und jetzt kommt die Auflösung. Wenn du also mit einem Katzen-Spawn-Egg eine Katze in einem Hexenhaus platzierst, wird die einfach immer schwarz. Und das Abgefahrene dahinter ist tatsächlich, sobald wir rausgehen aus dem Hexenhaus und diese dann tatsächlich draußen spawnen, haben diese wieder andere Farben. Aber im Hexenhaus hast du keine Wahl. Die werden einfach alle hier drin schwarz. Und das erinnert mich tatsächlich an meinen ersten Lifehack, den ich mal verwendet habe. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Also, ich war ganz entspannt in meiner Minecraft-Lego-Welt unterwegs. Jedoch habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ich nur ein Pilzbiom finden kann. Doch dann kam mir eine nahezu geniale Idee in den Kopf. Ich nehme einfach meine gesammelten Materialien und baue mich Stück für Stück nach oben. Immer höher, immer höher, immer höher, extrem hoch! Vielleicht habe ich mich damals etwas zu hoch gebaut. Also baute ich mich wieder auf eine normale Höhe hinunter. Von dieser Höhe aus hätte ich die beste Chance gehabt, ein Pilzbiom zu finden. Nur gab es da ein kleines Problem. Während ich im Fall war, erinnerte ich mich an meinen besten Lifehack. Ich müsste nur einen Wassereimer vor dem Aufprall ausleeren und damit würde ich keinen Fallschaden vor dem Aufprall erleiden. Also schwingte ich den Wassereimer kurz bevor ich den Boden berührte und... Tada! Ich kam ohne einen einzigen Kratzer auf dem Boden wieder auf. Naja, zumindest fast. Denke wie ein Minecrafter, baue wie ein Minecrafter. Das haben wir getan mit unserer kleinen Traumsequenz, denn Minecraft Lego hat uns tatsächlich eingeladen und herausgefordert, unseren Lieblings-Minecraft-Moment mit Minecraft Lego dementsprechend nachzubauen. Das haben wir natürlich getan. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne unten in der Videobeschreibung nachsehen. Dort findet ihr einen Link, wo ihr tatsächlich mehrere Minecraft Lego Video-Einsendungen sehen könnt und dort für eure Lieblings-Videosequenz abstimmen könnt. Und dort könnt ihr denn dementsprechend auch vieles weiteres über Minecraft Lego erfahren. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Kooperation und es geht weiter mit dem Video. Die zweite Wette, die ich wette, ist, dass wenn man einer Ellie, also so einer kleinen Fee, tatsächlich ein Totem of Undying gibt, dass sie, falls sie sterben sollte, ebenfalls dieses Totem verwenden kann. Das bedeutet also, wir nehmen mal hier die Ellie und bauen mal hier mal kurz ein Glasblock ab, geben ihr den Totem und dann hält sie das Totem in der Hand und jetzt würde sie theoretischerweise eigentlich sterben, wenn wir hier das Lava aufmachen, ne? Aber tatsächlich wird sie möglicherweise überleben. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wir machen mal aus. Tatsächlich! Sie ist respawned und hat tatsächlich durch das Totem of Undying gerade die Partikel versprüht, hat jetzt Regeneration und Leben bekommen und wird dadurch jetzt nicht sterben. Das ist tatsächlich ein wahrer Lifehack und das habe ich davor gar nicht gewusst, obwohl ich solche Feen selber bei mir zu Hause habe. Der nächste Lifehack, den ich wette, ob der wahr oder falsch ist, ist, dass wenn man einen Blitz schießt auf so einen ganz normalen braunen Pilz, dass dieser Pilz zu einem roten Pilz wird. Ist es wahr oder ist es falsch? Hier kommt die Auflösung. Wenn wir nämlich jetzt hier einen Blitz drauf geben, dann passiert tatsächlich gar nichts. Das bedeutet also, wenn wir da die ganze Zeit mit einem Blitz drauf schießen, ist es tatsächlich einfach nur eine Lüge. Ein Pilz verändert in keinster Weise seine Form oder seine Farbe, falls man tatsächlich da mit einem Blitz drauf schießt. Also, war eine Lüge. Der nächste Lifehack könnte vielleicht etwas interessanter sein. Und zwar hier so eine Kupferrute ist dafür bekannt, dass sie tatsächlich Blitze anlockt und dass wenn ein Blitz von oben drauf schießt, wird tatsächlich diese Kupferrute den Blitz anlocken. Was ich jetzt tatsächlich wette, ob es wahr oder falsch ist, ist, dass wenn man so einen Trident mit Channeling nimmt und dementsprechend davon mal ein paar einfach mal ganz entspannt hier draufhaut und zwar auf diese Kupferrute, zack, zack und zack, dass diese Tridents dafür sorgen, dass wir
unendlich Blitze bekommen, wenn es donnert. Ist es wahr oder ist es falsch? Damit dieser Lifehack funktioniert, brauchen wir natürlich einen schlechten Tag als Wetter. Und ihr seht, da braucht es nur einmal drauf zu kommen und der Blitz schlägt die ganze Zeit weiter auf den Pisten. Es ist unglaublich laut, aber tatsächlich funktioniert es. Die Tridents sorgen dafür, dass die Blitze immer wieder einschlagen und der Piston sorgt dafür, dass er die Tridents immer weiter nach oben schlägt. Und dadurch ist das wahr. Das Ganze hört natürlich auch wieder auf, sobald das Gewitter weg ist. Wow, war das gerade laut. Die nächste Wette, die ich abschließe, ist, dass man tatsächlich einen Trident dazu bringen kann, einem für immer und ewig zu folgen. Wenn man den so weiterwirft, kommt der einfach irgendwann wieder zu einem zurück. Einfach, weil er ein guter Trident ist. Blipp, und da ist er wieder da. Das Interessante hierbei ist, wo ich auch wette, dass man ihn möglicherweise für immer herumfliegen lassen kann, ist, dass, wenn man ihn einmal wirft mit meinem Trick, dass er dir für immer und ewig folgt. Ist es wahr? Oder ist es falsch? Hier kommt die Auflösung. So funktioniert das Ganze. Ihr nehmt dementsprechend einfach euer ganzes Inventar mit Dirt voll. Also so viel Dreck, wie ihr nur bekommen könnt. Jetzt haben wir tatsächlich unser ganzes Inventar voll und schmeißen jetzt den Trident einfach weit weg. Der fliegt bis nach ganz da hinten. Wir gehen hier in die Kiste, machen unser Inventar aber mit Dreck voll und tatsächlich funktioniert es jetzt, dass dieser Trident die ganze Zeit immer wieder uns versucht zu erreichen. Okay? Er versucht die ganze Zeit uns irgendwie noch zu erwischen, aber er schafft es nicht, weil unser Inventar ist voll. Also war es wahr. Falls ich jetzt in den Survival-Modus gehe, sagt dieser Lifehack, dass da tatsächlich keine Zombies durch diesen Platz hier durchkommen können. Wir können hier perfekt durchlaufen, aber ich sage, dass tatsächlich Zombies da gar nicht durchkommen können, wenn ich hier in Survival gehe. Ist es wahr? Das ist falsch. Wir gehen in den Survival-Modus und locken damit einige Zombies an. Und obwohl man da so leicht durchlaufen kann, kommt da tatsächlich kein einziger Zombie durch. Das bedeutet, egal wie viele Zombies da jetzt rankommen, die kommen hier einfach nicht durch diese Barrikade durch. Wobei, wenn die sich ein bisschen zu viel vielleicht reindrücken, aua, dann schon, dann kommen sie rein. Leute, au, dieser Fact war tatsächlich falsch. Au, au, bring mich nicht um, bitte nicht. Der nächste Lifehack, den ich kenne, ist tatsächlich, dass man hier ein Item in Minecraft gar nicht zerstören kann. Und zwar der Neverstar. Und hier haben wir beispielsweise jegliche Sachen, die wir ausprobieren können. Wie zum Beispiel einfach einen Neverstar nehmen, nebendran einfach ein bisschen TNT platzieren und anzünden. Und dann sehen wir, ob dieses Item möglicherweise kaputt geht. Hm, da seht ihr, der Neverstar hat überlebt. Aber zum Beispiel beim Diamond ist tatsächlich die Sache anders. Wenn man da jetzt zum Beispiel einen Diamond hinschmeißt und hier im TNT, dann dürfte, glaube ich, der Diamond gar nicht mal überleben. Der verschwindet direkt. Und was ich sage, ist, dass dieser Neverstar unzerstörbar ist. Ist es richtig oder ist es falsch? Wenn man nämlich tatsächlich einen Itemframe nimmt und in dieses Itemframe einen Stern reinmacht, und dann ein TNT daneben platziert und das anzündet, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, einen Neverstar kaputt zu machen. Denn durch das Itemframe verschwindet der Neverstar. Das bedeutet, der Neverstar ist zerstörbar. Und das war's mit meinen ganzen Lifehacks für heute. Falls ihr gerne auch Lifehacks verwendet, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr cool findet. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.